Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau. Herzlich willkommen in der Mayrack Arena. 21. Spieltag in der Lotto-Hessen-Liga und die erste Möglichkeit für die Bayern schon früh im Spiel. Aber der Ball geht nur ans Außennetz. In der 16. Spielminute erkämpft Almir Ziga den Ball, leitet weiter auf Lukas Fächer und über Umwegen kommt der Ball zu Luka Garic, aber der Ball am Tor vorbei. Nur 3 Minuten später der nächste Eckball von Younes Djebbari und dann steht Giuseppe Signorelli goldrichtig und er bringt die Bayern in der 19. Minute mit seinem 16. Saisontreffer mit 1:0 in Führung. Giuseppe Signorelli in dieser Saison so etwas wie die Torgarantie beim FC Bayern. Dann aber in der 22. Minute Freistoß für die Gäste vom SC Waldkirmes, aber Fabian Wolpert hält den Ball fest. Die Gäste aus Waldkirmes auch in der nächsten Aktion gefährlich. Markus Ballmert kann den ersten Chipball noch aus der Gefahrenzone köpfen und dann der Nachschuss geht am Tor vorbei. Und so kommen die Bayern wieder einmal zu einer Ecke. Marcel Wilke kommt am langen Pfosten zum Schuss, aber der Keeper reißt die Fäuste hoch und verhindert den 0:2 Rückstand. Aber die Bayern bleiben im Vorwärtsgang. Nach diesem Pingpongball im Strafraum der Gäste Luka Garic und Younes Djebbari auf Signorelli, aber der steht knapp im Abseits. Kurze Zeit später treffen die Bayern erneut ins Netz der Gäste, aber der Schiedsrichter will ein Foul gesehen haben und pfeift die Partie vorher ab. Und so haben die Gäste in der 44. Minute die Möglichkeit auf den Ausgleich. Fabian Wolpert riskiert Kopf und Kragen, Markus Ballmert klärt auf der Linie und im Nachsetzen nochmal der SC, aber dann am Tor vorbei. Und so geht's in einer doch recht torchancenarmen Partie in den zweiten Durchgang. 51. Minute, die Bayern kommen über links. Younes Djebbari trifft Freund und Feind, aber nicht ins Netz. Und so lebt die Partie von ihren Standards. Eckball, Younes Djebbari, der Ball rutscht durch und Giuseppe Signorelli macht das, was ein Torjäger machen muss. Er staubt ab. 17. Saisontreffer für ihn. 2:0. Damit war die Partie in der Mayrack Arena natürlich vorentschieden. Und dann noch einmal ein Standard. Wie so oft in dieser Partie, Younes Djebbari. Und dann steht am langen Pfosten Fabian Bodenski. Und er macht mit seinem ersten Treffer in der Lotto Hessen Liga den 3:0 Endstand perfekt. Und wir hören, was Angelo Balletta nach dem Spiel zu sagen hat. Angelo, über den Spielverlauf brauchen wir, glaube ich, heute nicht viele Worte verlieren. Aber wichtig ist der Sieg zu Hause, guter Auftakt in die Rückrunde. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Hast alles analysiert. Also vom Spiel war es kein Zuckerschlecken, da war schon etwas anders gegen Braunschweig. Aber wie ich immer den Jungs gesagt habe, steht und fällt immer mit der Erwartungshaltung. Heute haben wir einen 5:0 erwartet gegen Waldkirmes und wir kamen spielerisch nicht so ganz zur Entfaltung. Es war ein Kampf, der Gegner muss ich auch ein Lob attestieren. Also wir haben es ganz klar nicht verdient gehabt, mit 3:0 als Verlierer vom Platz zu gehen. Ich nehme den Sieg natürlich mit. 3:0 klingt natürlich sehr hoch, war es definitiv nicht. Aber was mir gefällt, was es ineinander geht, dieser Teamgedanke füreinander da sein. Wir haben uns gewehrt, den Widerstand, den uns Waldkirmes gegeben hat, auch kämpferisch in der Luft. Wir haben uns gegen gestemmt. Das werden wir brauchen. Wir werden jetzt alle Spiele so absolvieren, dass es jetzt für jeden jetzt glücklich nach Hause geht. Oh, die haben toll gespielt und noch klar gewonnen. Und dementsprechend bin ich heute sehr zufrieden, wie wir als Team aufgetreten sind. Heute haben uns zwei Standards auf die Siegerstraße gebracht. Hatten wir auch lange Zeit schon nicht mehr, dass wir bei Standards so erfolgreich sind. Letzte Woche haben wir noch einen Standard-Tor gemacht. Okay, das war ein Pokal. Ja, also ja, auf jeden Fall. Also der Younes schießt sie so oder so gut. Wir haben schon einige, auch Almir in Hünfeld jetzt nur mal spontan mal. Und Lukas Fächer hier gegen war das Fährmann oder Stadtallendorf. Also fand ich schon, dass wir schon ein paar Standard-Tore gemacht haben. Und es ist klar, also jetzt auch in der Bundesliga, du brauchst ja mindestens gefühlt 50 Ecken, um ein Tor zu machen. Deswegen wirkt es dann so. Aber ich finde, der Younes schießt sie schon sehr, sehr gut. Kani hat die auch gut reingebracht und eine Luftpräsenz haben wir auch. Vielen lieben Dank, Angelo. Danke dir.